Herr Lieberknecht, die waren sehr emotional nach dem Schlusspfiff. Warum genau? Mach die andere Frage, komm. Warum? Du weißt doch warum. Da musst du mich jetzt doch nicht fragen, warum ich emotional war. Aber die Regel kennen Sie doch, oder nicht? Mit Absicht und nicht Absicht, dass es egal ist vor Torerzielung, oder? Die ist mir bekannt, aber die ist trotzdem ein Riesenskandal. Aber ist ja Teil des Regelwerks, oder? Ja, ja, genau. Und der diese Regel erfunden hat, den würde ich echt gerne mal kennenlernen. Am besten heute noch. Es ist natürlich völlig klar, dass Sie mega enttäuscht und emotional waren. Vielleicht auch immer noch Sinn, weil es vielleicht sogar ein verdienter Sieg verdient. Wenn es diese Regel gibt, die dürfte da nie Anwendung finden.